Grüßt euch. Heute geht es um eine Stage 2 Abstimmung bei einem VW-Bus T5 mit dem 2,5er 5-Zylinder Pumpe Düsemotor. Der Motorkennbuchstabe ist eine AXE, Bauzeit 2003 bis 2006 mit der Abgasnorm Euro 3. Die Leistung des Motors beträgt 174 PS bei 3500 Umdrehungen und 400 Newtonmeter bei 2000 Umdrehungen. Der Motor wurde so konstruiert, dass er quer im VW-Bus T5 als auch im Touareg längs eingebaut werden kann. Die Steuerung findet weder über Zahnriemen noch über Kette statt, sondern über sogenannte Stirnräder. Eine weitere Neuentwicklung war auch der Querstromzylinderkopf, der einen besonders guten Gasaustausch ermöglicht. Bei guter Pflege gelten diese Motoren als haltbar. Ansonsten, wie jeder Pumpedüsemotor, ab einer gewissen Laufleistung laufen gerne mal die Nockenwellen ein und die Pumpedüse-Elemente arbeiten sich schon mal in den Zylinderkopf ein. Und vereinzelt kommt es zu Rissen im Zylinderkopf im Bereich der Pumpedüse-Elemente. Aber für all das gibt es im Aftermarket-Bereich gute Lösungen, um das zu fixen. Ab und an machen die plasmabeschichteten Zylinderlaufbahnen Faxen. Da hilft dann nur eins, eine Motorrevision, also aufbauen und sogenannte Sleeves, also Zylinderlaufbuchsen, einziehen. So viel zum Motor. Nun zum Fahrzeug selbst. Verbaut wurde ein Upgrade-Turbolader und das Ganze wurde bei einer Fremdfirma abgestimmt, mit dem Ergebnis, Fahrzeugbesitzer war unzufrieden, Performance nicht wie erwartet und Motorsteuergerät warf ab und an den Fehler, Ladedruck-Regelgrenze unterschritten. Ich habe mich der Sache angenommen. Das Ganze lief über Remote, das heißt, das Fahrzeug war nicht bei mir vor Ort. Das Ganze ist dann möglich, wenn von eurer Seite aus ein Flasher zum Lesen und Schreiben des Steuergerätes vorhanden ist und Diagnostik, um anschließend Messwerte zu erfassen und mir zur Auswertung zu schicken. Ich zeige euch den Prozess, wie das bei mir über Remote abläuft. In einem persönlichen Gespräch kläre ich über die verschiedenen Optionen der Applikation auf und gebe Infos zum Ablauf des Tunings. In der zweiten Phase seid ihr gefragt. Diagnostik ans Fahrzeug anschließen, Fehlerspeicher lesen und alle relevanten Vitalparameter während einer Lokfahrt aufzeichnen. Die Sichtprüfung aller wichtigen Baugruppen am Fahrzeug durch mich entfällt. Danach mache ich die Analyse, werte die aufgezeichneten Daten und Messwerte aus und lege die Strategie für Drehmomentverlauf und die maximalen Werte wie Ladedruck, Momentenverlauf, Förderbeginn und so weiter fest. In der vierten Phase lest ihr den Datenstand aus der ECU und schickt es mir. Ich identifiziere alle notwendigen Kennfelder, berechne die Parameter neu und kalibriere die Kennfelder. Im letzten Step schreibt ihr den neuen Datenstand ins Steuergerät und ich überprüfe die Umsetzung aller neu erhobenen und berechneten Parameter am Fahrzeug. Die ECU ist eine momentengeregelte EDC 16 U1, also eine sehr frühe EDC 16 Generation und der Kennfeldbereich im Flash hat die Größe von 1 MB. Das Getriebe ist das größte querverbaute Getriebe aus dem VAG-Konzern. Ich nenne es liebevoll LKW-Getriebe. Sehr schwer und massiv, es heißt MQ500 und wurde auch noch im TT RS 8J verbaut. Ich habe den Datenstand der Fremdfirma analysiert und zeige euch im WinOLS live das Ergebnis. Wenn das jetzt zu tief in die Materie geht, der kann gerne weiterspulen, da geht es dann weiter mit dem Ergebnis meiner Applikation. Für all diejenigen, die das sehen wollen, hier eine Übersicht der wichtigsten Map-Kategorien der EDC 16 U1. Die Strategie des OEMs ist hier sehr ähnlich der EDC 15 P+. Der größte Unterschied ist die Momentenregelung und die Map Torque to IQ, die ich sowohl zu den Torque als auch zu den Fuel Maps zähle, in der das Moment drehzahlabhängig in Kraftstoffmenge umgerechnet wird. So, bevor es losgeht in WinOLS mit den Torque Maps, hier nochmal als Übersicht die Kaskadierung, die zwecks sauberer Regelung eingehalten werden sollte. In erster Instanz am höchsten betrachtet der Fahrerwunsch. Danach folgt die Rauchbegrenzung und als höchste Instanz
niedrigste Bedatung und letzter Deckel der Torque-Limiter. Willkommen in der wundersamen Welt des WinULS. Hier ist der Fahrerwunsch, der bereits im Serientrim mit einer Zugabe optimistisch bedatet ist. Wie der Zusammenhang zwischen den Torque-Maps ist, habe ich im Video Tuning Tutorial Teil 3 erklärt. Es gibt mehrere gangabhängige und antriebskonfigurationsabhängige Fahrerwunsch-Kennfelder in diesem Datensatz, in dem Fall knapp 14 Stück. Exemplarisch habe ich euch eins geöffnet, oben Serie, unten hier der Fremdtune. Hier ist nichts falsch, mehr Drehmoment wird angefordert, aber erst ab 100% bzw. 90% Gaspedalstellung und das gefällt mir nicht. Ich möchte nicht nur, dass bei 100% Gaspedalstellung auch das maximale Drehmoment angefordert wird, welches im Torque-Limiter festgelegt wurde, sondern ich ändere die komplette Gaspedal-Kennlinie, sodass am Fahrzeug im Alltag, auch wenn ich nicht die volle Leistung abrufe, bereits mehr Leistung spürbar und einfach zu dosieren ist. So sieht das Ganze bei mir aus. Wie ihr sehen könnt, ist meine Gaspedal-Kennlinie wesentlich progressiver im mittleren und unteren Drehzahlbereich und ab bereits 70% Gaspedalstellung liegen über 90% der Motorleistung an, was in meinen Augen den Fahrkomfort erheblich erhöht, denn wenn wirklich 100% der Motorleistung abgefordert sein sollte, hat man immer noch die Möglichkeit, ca. 10% der Motorleistung durchs Durchdrücken des Gaspedals bis zum Bodenblech rauszuholen. Weiter geht's mit dem Torque-Limiter. Oben der Serienlimiter, unten der Fremdtune-Torque-Limiter. Hier steht das innere Motormoment drin. Und wie ihr sehen könnt, wird hier im Tuning-Datenstand von der Fremdfirma ab 1500 bereits mehr wie 40 Newtonmeter angelegt, was in meinen Augen viel zu hoch, viel zu früh ist. Und auch obenrum ab 4200 Umdrehungen liegen immer noch 90 Newtonmeter und mehr an, was in meinen Augen unnötig hoch ist. Denn das Getriebe ist ein Sechsganggetriebe, recht kurz gestuft und es gibt keine Notwendigkeit, hier diesen Motor so hoch zu quellen. Die Anschlüsse der Gänge sind recht gut und es reicht vollkommen, den Motor bis in den Bereich 3,5 bis 4100 Umdrehungen zu drehen und dann findet man beim Schalten einen Anschluss genau hier in diesem Bereich, wo das maximale Motormoment anliegt. Also wie gesagt, hier ist nichts falsch gelaufen, allerdings ist das Drehmoment viel zu früh, viel zu hoch bedatet und auch obenrum ungesund hochgehalten. Im Vergleich zu meinem Torque-Limiter, den ihr nun oben sehen könnt, ist hier der Drehmomenteinstieg bis 2000 Umdrehungen wesentlich sanfter und flacher gehalten als beim Fremdtune und auch obenrum geht die Kurve recht deutlich wieder zurück im Vergleich zum Fremddatenstand. Wenn man sich das hier in 3D darstellt, ist auch deutlich zu erkennen, dass, also im Torque-Limiter, ist es ja auch so, dass wir hier einen leichten Bauteilschutz über Atmosphäre haben, über den Atmosphärendruck in Hektopascal. Und im niedrigen Hektopascal-Bereich von 700 Hektopascal seht ihr, dass der Tuner anscheinend Fehler gebaut hat bzw. übersehen hat, das Drehmoment abfallen zu lassen. Das ist ein Fehler, der bei so einem niedrigen Luftdruck tatsächlich zu Turboladerschäden führen kann. Thema Rauchbegrenzung. In dieser ECU gibt es mehrere Strategien für die Rauchbegrenzung und über sogenannte Schalter kann zwischen klassischer Smoke Map und Lambda-Regelung geswitcht werden. Die Schalter seht ihr links oben. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, als Berechnungsgrundlage MAP, also Manifold Air Pressure oder MAF, Mass Airflow, ebenfalls über Schalter gesteuert auszuwählen. Hier werden weder MAF noch MAP-basierte Smoke Maps genutzt, siehe dazu rechts, sondern die Lambda-Regelung herangezogen. So, kommen wir zu den Lambda-Maps. Die Lambda-Maps sind folgendermaßen aufgebaut. Die eine Achse beschreibt die Motordrehzahl und die andere Achse beschreibt Mass Airflow, also die Luftmasse pro Hub. Berechnet wird Lambda wie folgt. Wir haben bei einem Diesel ein Lambda von 14,5 und wenn ich jetzt sage, ich möchte an der Rußgrenze entlang, jetzt bei dem Euro 3 Motor, der keinen Partikelfilter hat, rußfrei bleiben, dann bin ich mit 17
Airfuel Ratio gut bedient und dividiere die 17 durch mein Lambda von 14,5 und erhalte ein Verhältnis bzw. einen Wert von 1,17. Dieser Lambda-Wert beschreibt über das stöchiometrische Verhältnis mein Luft-Kraftstoff-Verhältnis. In dem Fall habe ich gesagt, die Air-Fuel-Ratio möchte ich mit 17 nicht unterschreiten und das entspricht einem Lambda-Wert von 1,17. Im Tuning-Datenstand blieben die Lambda-Maps unangetastet, was nicht falsch ist, da im oberen Lastbereich genug Luftüberschuss vorhanden sind, wenn man sich die niedrigen Lambda-Werte hier anschaut. Ich gehe hier anders vor und bedarte die komplette Lambda-Map einheitlich. Im Vergleich dazu meine Lambda-Map unten, oben der Fremdtune. Meine Map ist maximal an der Rußgrenze entlang bedartet für eine saubere Freigabe der Kraftstoffmenge im mittleren und unteren Teillastbereich. So, jetzt geht's weiter zu den Boost-Maps. Hier sind viele Fehler gemacht worden. Fehler Nummer 1. Dazu öffne ich die Boost-Map. Fehler Nummer 1, sogenanntes Rectangle Percentage Tuning. Und zwar, wenn ich hier die Ansicht umschalte auf Prozent, sieht man hier deutlich, dass auf vorhandene Werte eine Summe x prozentual aufaddiert wurde. So funktioniert Tuning nicht. Hier wurden einfach mal pauschal 8% aufaddiert. Fehler Nummer 2, der hier gemacht wurde, wann brauche ich mehr Ladedruck? Genau dann, wenn mehr Kraftstoff freigegeben wird. Hier wurde jedoch der Serienkraftstoff bzw. die Serienkraftstoffmenge nicht geändert. Also wurde hier auf Serienkraftstoffmenge sinnlos der Ladedruck erhöht, der von Haus aus schon mit genügend Luftüberschuss bedartet ist. Wie gesagt, auf Serienkraftstoff den Ladedruck zu erhöhen, ist sinnlos und macht keinen Sinn. Ich habe dazu das AFR ausgerechnet aus dem Serienladedruck-Kennfeld. Und siehe da, hier sind die Werte aus dem Serienladedruckentfeld und hier über eine Funktion die daraus resultierenden AFR. Selbst bei 50 Milligramm sieht man ein AFR jenseits von 20, also weit weg vom Rußen. Hier gibt es keinerlei Notwendigkeit, den Ladedruck künstlich und unnötig zu erhöhen. Fehler Nummer 3, der hier passiert ist, die Achse für mehr Kraftstoff wurde gar nicht bedartet. Das heißt, das Störgerät rechnet im Boost mit maximal 50 Milligramm. Der Fehler Nummer 4, der hier passiert ist, ist folgender. N75 Map blieb unangetastet und komplett Serie. Das geht natürlich so nicht. Durch mehr Kraftstoff erhöhe ich das Abgasvolumenstrom und muss hier zwingend anpassen. Und auch der Boost Limiter wurde über Percentage Rectangle Tuning, ihr könnt es hier sehen, mit einer Zugabe von 8% primitiv erweitert. Ich habe den Boostlimiter sauber erweitert und auch das Ladedruckentfeld wurde auf die Kraftstoffmenge von 75 Milligramm erweitert und natürlich wurde auch die N75 Map gedrosselt bei hohen Kraftstoffmengen. So, weiter geht's mit dem Förderbeginn. Ich habe hier in dem Störgerät ungefähr 20 bis 30 Kennfelder, die sich mit der Berechnung und Regelung und Korrektur des Förderbeginns beschäftigen. Durch die Änderung des Förderbeginns kann ich den thermischen Eintrag im System beeinflussen, aber auch den Verbrauch, die Leistung und letztendlich auch die Auswahl der Förderdauerkennfelder. Exemplarisch habe ich im Fremdtune mal die Start of Injection Map Nummer 9 geöffnet. Und die Änderung, wie ihr sie hier sehen könnt, ist wieder der Klassiker Percentage Rectangle Tuning, macht wenig Sinn. Und auch bei der Förderdauer zeigt sich das gleiche Bild. Hier wurden einfach mal 11% Förderdauer dazu gerechnet. Bedenkt folgendes, Duration Maps sind Kalibrierungsmaps. Verbiegst du hier was oder arbeitest du nicht sauber, kann das zu Modusschäden führen. Das, was hier mit der Duration Map gemacht wurde, ist ein gravierender Fehler, denn die Kraftstoffmengen blieben original und auf die kleine Kraftstoffmenge oder auf die kleinen Kraftstoffmengen, mit denen das Störgerät rechnet, wurde einfach wild die Förderdauer um 11% erhöht.
Das hat zur Folge, dass mehr Kraftstoff eingespritzt wird und das Drehmoment sich erhöht. Womit das Störgerät aber so nicht rechnet. Selbstverständlich wurde auch das Fueling erweitert von mir und auf die höheren Kraftstoffmengen kalibriert. Sowohl alle Förder-Begin-Maps als auch Duration-Maps, als auch Limiter und dynamische Korrekturfaktoren. Zum Schluss ein Blick auf die Talk-to-IQ-Map. Hier wieder dasselbe Bild. Percentage Rectangle Tuning mit Prozentaddition ohne Erweiterung der Momentenachse, was dazu führt, dass das Momentenmodell verbogen wird, da nun für 450 Newtonmeter 21% mehr Kraftstoff eingespritzt werden. Heißt also, bis zu 21% mehr Drehmoment erzeugt wird. Das Störgerät jedoch rechnet nur mit 450 Newtonmeter, was fatale Folgen nicht nur für den Motor haben kann. Auch DSG, Automatik können so zerstört werden, da mit falschen Momenten Kupplungsdrücke und Schaltzeiten berechnet werden. In der 3D-Ansicht sieht man ganz deutlich die sogenannte Sprungschanze. Hier zeige ich euch jetzt, wie es vernünftig aussieht, wenn man es richtig macht. Oben seht ihr den Fremdtune, wie es nicht gemacht werden sollte, und unten meinen Datenstand, so wie es richtig sein soll. Die Drehmomentachse wurde sauber auf 525 Newtonmeter erweitert, was völlig ausreichend für den Torque-Limiter ist, und der Kennfeldbereich wurde sauber erweitert, so dass es im 3D-Modell keine unschönen Sprünge gibt. Zusammen möchte ich hier auf die gravierendsten Fehler nochmal hinweisen. Boostmaps unzureichend und falsch bedatet. Die Förderdauer dekalibriert und somit die gesamte Kraftstoffregelung ausgehebelt. SOEs sinnlos geändert. Und Talk-to-IQ-Conversion komplett dekalibriert und somit die gesamte Momentenregelung ausgehebelt. Alles in allem ist es ein Armutszeugnis für die Firma, bei der viel Geld dafür bezahlt wurde. Die Art und Weise, wie hier die Kennfelder geändert, verbogen und dekalibriert wurden, ist mittlerweile bzw. immer noch gang und gäbe in ganz Europa. Es gibt nur eine Handvoll Leute, die das Thema Applikation ernst nehmen, beherrschen und saubere Arbeit abliefern. Das Ergebnis meiner Arbeit sind ganz humane 220 PS und 480 Newtonmeter. Also nichts Wildes. Fahrzeug wurde per Remote betreut, also behalte ich es mir vor, mit ordentlich Luft nach oben bewusst nicht an die Grenzen der Bauteile zu gehen. Blau umrandet habe ich euch das Serienmoment und die Serienleistung, und in den zwei Delta-Zeilen seht ihr, dass im Vergleich zum Seriendatenstand bis zu 100 Newtonmeter mehr anliegen und knapp 56 PS mehr als Delta. Sowohl die Drehmomentkurve als auch die Leistungskurve sehen sauber aus und ähneln in ihrer Steigung den Serienwerten bzw. Serienkurven. Alles in allem wird das super fahren. Und auch den Bauteilschutz habe ich in diesem Störgerät bewusst etwas strammer bedatet, als es der Hersteller in Serie gemacht hat. Um einfach sicher zu gehen, dass trotz Leistungssteigerung irgendwelche Schäden an Motor oder Antriebsstrang entstehen. Schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr solcher Videos aus meinem Applikationsalltag sehen möchtet, in denen ich euch die Fahrzeuge, die Motoren, die Getriebe, die Störgeräte, die Schwachstellen und die Abstimmungen inklusive Leistungsangaben vorstelle. Hat wie immer Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.